Freund, vielen Dank. Visionsteil, das ist schön. Also gut, dann mache ich heute mal den Visionsteil. Also nochmal vielen, vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf. Mein Name ist Markus Stelzmann und wie gesagt, ich komme von der Firma Telehase. Und gerade eben war ich so in diesem Mut. Einerseits jetzt gerade, was ich gehört habe, habe ich gedacht, meine Güte, wir sind eigentlich schon die Zukunft. Wir sind auf dieser Autobahn. Vor ungefähr einer Stunde habe ich mich mit meinem Co-Regisseur oder Lotsen, dem Markus Ramsauer, unterhalten und der hat mir verboten, im Unternehmen das Wort agil in den Mund zu nehmen. Und wir waren so in der Diskussion, sind wir schon agil, nur weil es die Mitarbeiter nicht erklären können oder wie geht es? Grundsätzlich die Firma Telehase, wir haben ungefähr vor 8 Jahren angefangen, das Unternehmen komplett zu verändern. Das war der derzeitige Eigentümer, der Christoph Hase. Der ist mittlerweile ausgeschieden und lebt in Kanada. Heute ist es der Teil seiner Mutter. Und wie gesagt, haben wir vor 8 Jahren angefangen und haben einfach mal gesagt, wie sieht eine Firma aus, in die wir gerne wieder reingehen können oder wo alle gerne wieder reingehen möchten. Und haben relativ blauäugig, das muss man ganz ehrlich sagen, angefangen das Unternehmen gemeinsam mit den Mitarbeitern zu verändern. Und da, meine Vorredner haben es auch gesagt, diese Sozialisation, und ich nehme den Begriff Change Management nicht in den Mund, sondern das ist eine immerwährende Transformation. Wir haben quasi eine Sozialisierung vor 8 Jahren begonnen und wir gehen weiter und immer nur mit diesem Thema, liebe es, dich zu verändern, oder wir adaptieren das Unternehmen an den Notwendigkeiten des Umfelds. Covid ist nur ein verändertes Umfeld, in dem sich die Organisation hin verändern muss. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, mal zu sagen, wir müssen einen Kulturwandel machen. Und wie gesagt, darum nenne ich es auch Transformation oder Sozialisation. Es ist wie mit einem kleinen Kind. Wir haben begonnen und heute, 8 Jahre später, sind wir wie ein 8 Jahre altes Kind. Und ich kann mir schon vorstellen, wie das auch mit 15 sein kann. Heute gehen Dinge, über die wir vor 4 Jahren diskutiert haben, heute wie automatisch. Bei anderen Dingen denkst du, meine Güte, alle noch bekloppt. Alfons, kannst du das nächste Bild machen oder nächste Folie bitte? Und wir haben einfach gesagt, wir lernen voneinander. Und ich sage mal, egal, Digitalisierung ist nur Technik. Du brauchst ein Mindset, du brauchst eine digitale Kompetenz all over im Unternehmen. Das heißt, nicht nur die Technik muss mit IoT eine Ahnung haben, was IoT oder AI oder was KI ist, sondern es muss auch das Controlling, der Einkauf haben, weil es wird uns in der Zukunft überall betreffen. Und wir brauchen bestimmte Skills als Mitarbeiter in dem Unternehmen, um überhaupt die Digitalisierung, und dazu gehört dann nachher auch Work Anywhere, bei uns heißt es nicht Home Office, weil es eine ganz andere Attitüde hat, um die Dinge dann auch in der Zukunft besser gestalten zu können. Und da fängt es an hier mit der, zum Beispiel eine Grundvoraussetzung sind halt einfach mal Individuen und Interaktionen haben Vorrang vor Prozessen und Werkzeugen. Das heißt, wenn ich agil arbeiten, oder agil ist ein Buzzword, jedes Unternehmen hat eine unterschiedliche Agilität, aber ich muss erst einmal sagen, mir sind die Menschen wichtig und ich möchte agieren, ich möchte ins Tun kommen. Und ich mache es auch immer mit Beispiel, wenn Sie sich die Pyramide anschauen, die Pyramide, wie heute die Entscheidungen im Unternehmen getroffen werden. Und wenn wir über Digitalisierung reden, funktioniert völlig unterschiedlich. Wir wollen Menschen in einem starren hierarchischen System erkennen, was für die Digitalisierung notwendig sind. Das wäre wie wenn bei uns in der Produktion, bei Tele, die größte Maschine immer der kleinsten Maschine sagen würde, was sie tun wollen. Nein, bei uns in der Produktion funktioniert nach Prioritäten. Und Prioritäten heißt, die kleinere Maschine hat jetzt Vorrang vor der großen, weil die Prio ist, damit wir fertig werden, damit wir im Wertschöpfungsprozess erfolgreich sind. Und so funktioniert zukünftig, muss ein Unternehmen genauso funktionieren. Das hat nichts damit zu tun, dass es groß und klein gibt, nur es muss, ein Unternehmen muss nach Prioritäten funktionieren. Es muss den Wunsch haben, funktionsfähige Lösungen haben, Vorrang vor Dokumentation und Regelbildung und so weiter. Machen, gesunder Menschenverstand. Zusammenarbeit mit dem Kunden muss Vorrang haben vor Vertragsverhandlungen. Das heißt, den Kunden zu begeistern, den Kunden die Möglichkeit geben, das Unternehmen authentisch zu sein, hat vor Vertragsverhandlungen. Vertragsverhandlungen kommen danach. Eingehen auf Änderungen
hat Vorrang vor strikter Planverfolgung. Wir haben letztes Jahr ein Budget gemacht, das hat 2 Monate gehalten. Das bringt es nicht. Der Markus, jetzt haben wir ein vereinfachtes Budget gemacht. Das ist die Adaptions ans Ist. Alfons, kannst du weitermachen? Und das ist vielleicht nochmal ganz geschwind drinne. Wir kommen von 2011 klassisch, haben dann diese Telefonscheibe gehabt, mehrere Gremien haben uns organisiert, haben das wieder verändert und haben jetzt im Endeffekt so das hintere bunte Teil gerade erreicht. Und das ist auch wieder nicht erzählt, steht dran. Was ich aber sagen möchte, ist, dass wir es geschafft haben, wir haben gestern vorher darüber geredet, ob es agil ist oder was es auch ist, aber wir schaffen es, permanent unsere Organisation zu adaptieren ans Umfeld. Und das heißt also, wir fangen an, grundsätzliche Dinge immer in Frage zu stellen. Hat natürlich auch den Vorteil, dass wir keine klassischen Führungskräfte mehr haben an sich, sondern dass wir zu allen möglichen Entscheidungen, auch wenn wir heute im Moment sind wir hierarchischer als je zuvor, aber wir wissen, die Mitarbeiter wissen, dass wenn es wieder adäquat ist, dann, und wenn wir es wollen, dann können wir es auch wieder verändern. Und das ist eigentlich der Gedanke drin. Wir sind in der Lage, auch unsere Organisation relativ schnell anzupassen an das Umfeld. Jetzt in der Corona-Zeit war es wichtig. Kamen Anforderungen an das Unternehmen. Dann kamen Anforderungen an das Unternehmen, die unbekannt waren. Und da war es richtig, sind die Mitarbeiter auf die Regie, sprich Markus und Markus, zugekommen, haben gesagt, könnt ihr bitte mehr Verantwortung übernehmen. Und wir haben gemeinsam mit den Mitarbeitern in dem letzten Jahr die Organisation in einem Corona-Modus angepasst. Und das ist möglich. Aber es kam immer wieder auch die Frage, ja, können wir das aber auch wieder ändern? Ja, natürlich können wir es wieder ändern. Wir auch, der Markus und ich, sind angelegt, Mentoren zu sein. Also unser tägliches Bestreben ist, immer wieder die Dinge abzugeben, immer wieder in die Organisation zu geben. Das ist schon mal ein großer Unterschied, wie wir in diesem Unternehmen agieren. Nächste Folie, bitte. Ich komme auch nachher noch auf das Thema Work Anywhere, Work versus Homework, braucht es ein paar Grundvoraussetzungen. Und ich möchte es jetzt hier nicht vorlesen, aber mal so diese grundsätzlichen Fragen: Ist der Strukturwandel, den wir jetzt in den Unternehmen machen müssen, heißt, wir müssen diese Teamstrukturen durch selbstorganisierte Netzwerke ergänzen oder ersetzen. Wir müssen klar sagen, dass Führung immer indirekter wird. Wir müssen auch, wir reden immer über disruptiv, Corona zwingt uns dazu, wir müssen unsere Unternehmensprozesse beschleunigen, wir müssen sie entschlacken. Das heißt, wir müssen aber unsere Mitarbeiter empowern, wir müssen die Selbstbestimmung fördern bei Mitarbeitern, wir müssen die Kosten verringern, die Entscheidungsfindung benötigt. Das heißt also, und das heißt nicht so, das wäre am günstigsten, wenn jeder alleine die Entscheidung trifft oder der Chef die Entscheidung trifft, sondern wir wissen alle ganz genau, wir müssen breite Entscheidungen treffen, die das Unternehmen gemeinsam trägt, damit wir schnell sein können. Weil wenn ich die Entscheidung oben treffe, hat es unten, sage ich mal, letzte Ecke Logistik, ist es noch immer nicht verstanden und akzeptiert. Das heißt also, wir müssen uns so organisieren, dass wir gemeinsam schnell Entscheidungen treffen können. Das ist heute notwendig. Wir brauchen eine Offenheit der Unternehmen, das Möglichkeiten schafft. Wir müssen hinterfragen, sind wir überhaupt noch in der richtigen Branche? Wenn ich mir anschaue, wir sind so der kleinste, größte Relaishersteller der Welt, reine Relaishersteller. Und wir tun uns in der Technologie noch relativ schwer. Wir haben eine hohe operative Exzellenz. Jetzt haben die Mitarbeiter angefangen, sich für das Thema EMS, also Electronic Manufacturing Service, zu interessieren. Also wir produzieren jetzt für andere. Wir haben ein Startup, was 24 Stunden bei uns sind. 6 Startups, die können den ganzen Tag bei uns in die Firma rein. Die können heute abends, kein Telemitarbeiter drin, kann ein Startup drin sitzen. Das nächste ist, wir haben durch unsere Art, wie wir sind, so viel Aufmerksamkeit. Wir haben den Organization Playground gegründet. Wir gründen jetzt Ende Januar noch eine Akademie, indem wir eine Kooperation mit dem FH Campus eingehen. Das heißt, Sie sehen, aus einem reinen Elektronikunternehmen kann so viel mehr sein. Das ist jetzt heute noch nicht so riesig erfolgreich, es verdient Geld. Aber es ist erfolgreich und das ist eigentlich das, was man aus Unternehmen machen kann, wenn man Passion hat. Ja, und sie brauchen die richtigen Mitarbeiter. Klar auch nochmal, aus Management wird Leadership.
Das heißt, der Wechsel der Schwerpunkt des Führungshandels von Effizienz und Ertrag zu Kreativität und Erneuerung. Und da fängt es ja schon an. Wie sind denn heute die Linien in den Unternehmen geführt? Wer kann denn als Führungskraft ja sagen, ich unterstütze Kreativität und Erneuerung? Das funktioniert so einfach nicht. Das heißt, sie müssen es aufbrechen. Und da gebe ich meiner Vorrednerin recht. Man muss von oben das wollen. Der Fisch fängt am Kopf an zu stinken. Und ich sage einfach, wenn Sie sich für eine Transformation entscheiden, müssen Sie im Vorfeld ganz, ganz hart klären, was bedeutet es für den Einzelnen. Und ich sage nochmal, und da gibt es keine, die sich ausnehmen können, sondern wir müssen ganzheitliche. Sie können die Leitplanken, können Sie verändern, in denen sich die Transformation hat, weil in der Konsequenz leben Sie selber. Darum gibt es auch keine Blaupausen, so ist agil und so sieht New Work aus, sondern create your own organization. Das heißt, jeder muss sich mal damit auseinandersetzen, was ist möglich in Unternehmen mit Shareholder Value, sicherlich schwieriger als in eigentümergeführten Unternehmen. Also das ist das Thema. Werteorientierung ist auch wichtig, eines solidarischen Stakeholder-Handelns. Also Wir haben zum Beispiel eine sogenannte Leitformel, wo der große Satz drüber steht, es muss alles erstmal innovativ sein, es muss nachhaltig sein und dann glauben wir dran, dass es profitabel wird. Das heißt also, alle unsere Unternehmensaktivitäten sind in einem Wertekanon eingebunden und den leben wir auch. Den darf niemand, auch nicht ich, darf den brechen, weil wenn ich ihn breche, ist es für die Organisation genau dasselbe. Also wir unterliegen als jetzt, sage ich mal, formerly known as Geschäftsleitung, den gleichen Regeln wie die Mitarbeiter. Das bedeutet auch, wie im Thema Mobilität, wir haben keine Geschäftswagen, weil wir haben Poolwagen, wir haben dies und diese Dinge. Und das heißt also, wir entwickeln oder wir sozialisieren uns gemeinsam weiter. Kann ich bitte die nächste Folie? Mich muss dann jemand bremsen. Das ist zum Beispiel eine Folie, die haben wir vor 7 Jahren, die wollte ich nur mal kurz zeigen, die haben wir vor 7 Jahren schon gehabt. Da haben wir gesagt, vor 7 Jahren haben wir schon über dieses Thema gesprochen und wir sprechen heute noch drüber. Und was mir dann nochmal wichtig ist, also aus diesem Dreiklang Innovation, Transparenz und Kommunikation. Und gerade Transparenz ist eine wichtige Sache. Auch wenn die Mitarbeiter, wir haben sehr viel Zeit und Energie aufgewendet, die Mitarbeiter, sage ich mal, zu empowern, zu verstehen, wie überhaupt ein Unternehmen funktioniert. Also eine Beratung hat mal gesagt, wir bilden Unternehmer aus. Auch in den letzten Jahren haben uns viele Mitarbeiter verlassen, die sich selbstständig gemacht haben, was vollkommen in Ordnung ist, weil ein Unternehmen kann heute keine Garantie mehr geben von der Wiege bis zur Bahre, sondern nur solange wir miteinander wirksam sein können, arbeiten wir miteinander und dann müssen wir diskutieren. Das kann 3 Jahre, 30 Jahre, 3 Tage sein. Es ist egal. Wir können das nicht mehr garantieren. In Shell-Studien der letzten Jahre steht das drin. Warum haben wir noch immer den Anspruch, ein Leben lang in einer Firma zu sein? Wir müssen den Mitarbeitern und auch das Bildungssystem muss den Mitarbeitern Rückgrat vermitteln. Die müssen Vertrauen in sich selbst haben. Sie müssen wissen, wie sie wirksam werden. Das ist das Allerwichtigste. Und gerade das Thema Transparenz, also wie gesagt, heute bekommt jeder Mitarbeiter die gleichen Informationen wie die Eigentümer. Wir haben einen sogenannten Eigentümerbericht, die Mitarbeiter wissen, was wir auf dem Konto haben bei der Firma. Die Mitarbeiter wissen das, warum auch nicht? Die Mitarbeiter wissen, was die Eigentümer sich aus dem Unternehmen entnehmen und sie wissen, was jetzt die Geschäftsführer oder wie man es auch nennen will, oder Regisseur und Lotse verdienen. Das heißt nicht, dass wir uns gegenseitig kontrollieren. Es hat auch einen kontrollierenden oder einen leichten Kontrolleffekt, sondern es hat einfach damit zu tun, dass ich für meine Rolle im Unternehmen alle Informationen habe, um das wirksam zu sein und bestmöglich zu sein. Und das haben wir noch lange auch nicht erreicht. In der Zukunft muss jeder Mitarbeiter wissen, mit dem, was ich tue, trage ich das bei. Also mir ist es ganz wichtig, diese Wirksamkeit zu erkennen. Was ist mein Beitrag am Unternehmenserfolg? Weil wir sind auch kein Unternehmen, ich sage jetzt einfach mal, es kommt immer, wenn wir es erzählen, kommt es immer rüber, als wären wir eine betreute Werkstatt. Ist nicht so, sondern es ist ein wirtschaftlich erfolgreiches Unternehmen. Das haben wir die letzten Jahre bewiesen. Auch mit dem, dass wir keine Führungskräfte haben. Und ich denke, das ist eigentlich ganz gut gekommen. Kann ich bitte die nächste Folie haben, Alfons? Mitarbeiter, jetzt komme ich mal auf das Technologie. Ich möchte mal so ein bisschen den Ausblick machen, wohin wir uns entwickeln müssen, wohin sich Mitarbeiter, da gehören Führungskräfte alle mit dazu,
Ist zum Beispiel ganz klar, wenn wir auch in Technologie denken. Und nochmal, der Einkauf, Controlling, alle gehören dazu. Wir müssen uns in verschiedenen Graden damit aussetzen, mit komplexer Datenanalyse. Die Datenmengen werden immer mehr. Wir müssen effizient, analytisch diese Informationen, die wir im Unternehmen haben, müssen wir untersuchen können, um Informationen zu wissen. Darum müssen wir uns auch mit dem Thema künstlicher Intelligenz auseinandersetzen. Bedeutet schon für den Mitarbeiter heute, wenn ich heute noch Rechnungen buche oder Buchhaltung machen. Das macht die künstliche Intelligenz. Der Kunde in Zukunft wird mir sagen, ich bezahle dir deine Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter nicht mehr an diesem Arbeitsplatz, kauf dir künstliche Intelligenz. Damit bin ich als Unternehmer nicht böse, die Welt von mir aus oder die Gesellschaft ist böse. Aber was ich tun kann, ist der Mitarbeiter, während sie bei uns sind, möglichst viel mitzugeben und die Möglichkeit im Unternehmen zu geben, sich zu verändern. Die Themen haben wir ja heute hier in Deutschland, sitzt gerade in Stuttgart, beim Daimler unten. Die machen Elektromobilität und erzählen und sagen dem Kurbelwellenschleifer, der muss noch 10 Jahre muss der noch höchst effizient arbeiten, um die Elektromobilität zu finanzieren. Aber in 10 Jahren, wem sein Problem ist er? Wer ist es denn? Dem Arbeitsamt, dem Daimler seins, oder müsste er sich selber nicht eigentlich schon lange jetzt drum kümmern, was er in Zukunft tut? Das heißt also, auch in Corona, genau das merken wir ja auch, wir müssen wieder für uns selbst, also ich bin da sehr liberal in dem Thema, wir müssen wieder für uns selbst sorgen, organisieren, und die Mitarbeiter müssen akzeptieren, dass die Mitarbeiter in der Zukunft nicht mehr in Abhängigkeit sein, sondern sie müssen passende Arbeitsplätze schaffen. Das heißt, wir puzzeln immer mehr die richtigen Mitarbeiter aneinander. Das nächste in der Technologie ist Smart Hardware, Robotikentwicklung, physische Komponenten für intelligente Hardware, Software-Systeme, Internet of Things muss entwickeln. Haben wir. Wir fangen jetzt an, quasi, wir sind eigentlich zu spät als Tele, und wir sehen ja selber aus unserer Geschichte heraus, wie schwer wir uns tun, in diese Themen zu kommen. Da noch immer, oh, wir machen lieber einen Relais. Ich sage immer, hätte ich vor 8 Jahren gesagt, ich hätte entwickelt mir eine Kaffeemaschine, hätten sie mir ein Relais gemacht, das Kaffee kochen kann. Heute würden sie mir hoffentlich sagen, Markus, kauft der eine von Seiko oder irgendwo, weil das ist nicht unsere Kernkompetenz. Aber das ist genau dieses Thema. Es ist so schwer, es disruptiert um uns herum, und wir gönnen uns noch immer diese ewigen Zyklen in den Unternehmen zu erkennen. Das heißt, darum ist es auch wichtig, sage ich, auch eine neue Mischung an Mitarbeitern zu bekommen. Und das hat nichts mit alt und jung zu tun, sondern mit Aufgeschlossenheit. Webentwicklungen, nutzerzentrierte Design, Konzeptionen von Administration, vernetzter IT-Systeme. Nochmal, der Mitarbeiter braucht alles. Das heißt, da rede ich nicht über ein Notebook. Ein Notebook braucht es, fertig aus, entscheide dich, ob du Apple oder Microsoft willst, und du kriegst auch noch ein Handy, weil wenn sie den Mitarbeitern nicht als Arbeitswerk das Modernste stellen, woher sollen sie denn dann wissen, wie man mit dem umgeht? Und diese Kompetenz brauchen wir. Wir brauchen flächendeckend digitale Kompetenz. Ich sage es jetzt gerade, jetzt kann ich noch ein bisschen angeben, aber wer hat schon von Clubhouse gehört? Clubhouse ist der Hype derzeit gerade, geht nur auf iPhones. Wir sind seit 2 Tagen, haben wir die ersten Veranstaltungen als Firma schon auf Clubhouse dran. Da treffen Sie gerade den Apple-Chef, da treffen Sie alle Künstler, da werden Sie auch nur eingeladen. Welches Unternehmen hat es? Also wie gesagt, der Playground und auch jetzt bei uns der Factory Hub von Tele. Wir haben schon die ersten Veranstaltungen drauf. Das erwarte ich auch von den Mitarbeitern, diese Offenheit, diese Technik, also digitales Gespür, digitale Verliebtheit, das brauchen wir zukünftig. Kann ich die nächste Folie haben? Danke. Digitalisierung. Das heißt, der Mitarbeiter in Digitalisierung heißt auch, wir reden immer über Regeln, DSGVO und so weiter und so fort, alles wichtig. Wir sind in keinem rechtsfreien Raum. Aber wir brauchen Mitarbeiter, die grundlegende digitale Skills beherrschen. Umgang mit digitalen persönlichen Daten, Nutzen gängiger Software. Ich mache es immer in der Firma, wenn ich einen Mitarbeiter frage, gib mir deine Handynummer, dass, wenn du tot umfällst, deine Frau anrufen kann, dann kommt immer Datenschutz. Der gleiche Mitarbeiter geht raus, nimmt sein Handy und tippt aber den kompletten Lebenslauf auf irgendeine chinesische Seite.
Und das ist genau diese, sage ich einfach mal, Ambivalenz, in der wir leben. Wir brauchen heute Menschen, die einfach wissen, mit was für einem Medium oder mit was sie umgehen. Genau auch digitale Interaktion über Online-Kanäle. Andere verstehen, machen wir die Kamera an, aus? Nein, es gibt heute schon, ich bin gerade in einem Forschungsprojekt mit dem Fraunhofer hier in Stuttgart, wo wir uns mit Avataren und wie sieht eigentlich die digitale Veranstaltung der Zukunft aus, ansehen. Das heißt auch, genau das müssen wir, aber das lernen wir gerade eben und da gibt es dann auch, aber das muss man nicht regeln, sondern man muss es anfangen zu leben, weil jedes Unternehmen lebt es anders. Wir sind ein alteingesessenes Technologieunternehmen, verhält sich anders wie eine hippe Agentur. Genau dieses Kollaborieren unabhängig von räumlicher Nähe. Die Diskussion, die vorher gehört hat, man muss den Mitarbeitern ermöglichen, auch digital miteinander zu reden. Bei uns, und jetzt komme ich so ein bisschen in das Work Anywhere, wir reden immer von Telearbeit, Homeoffice und wir reden eigentlich von Work Anywhere. Das ist eigentlich, wir stellen einfach den Mitarbeitern die richtige Technologie zur Verfügung und alle unsere Besprechungsräume haben Kameras und Bildschirme. Und jeder Arbeitsplatz ist erstmal gleichwertig. Wir haben dieses Jahr entschieden und das machen wir so. Jeder Arbeitsplatz, entscheide dich, ob du zu Hause arbeiten willst oder in die Firma kommen willst. Wir müssen irgendwann mal schauen, wie wir das regeln, weil wenn die Firma immer leer sein wird, dann müssen wir uns überlegen, was wir in den Räumen machen. Wenn sie alle reinkommen, müssen wir uns auch was überlegen. Aber wir können das jetzt einfach mal so sein lassen. Ich glaube, derzeit haben wir keine Diskussionen. Die Mitarbeiter entscheiden einfach, wo und wie sie arbeiten möchten. Und das heißt nicht Homeoffice. Auch ein Mitarbeiter, wie gesagt, kann sich entscheiden, im Kaffee zu arbeiten. Ich habe eine Ecke gefunden auf dem Zentralfriedhof, da gibt es auch WLAN, kann man auch wunderbar arbeiten. Das interessiert mich nicht. Wir sind ein projektgetriebenes Unternehmen. Was für mich interessant ist, dass der Kunde sein Produkt, sein Projekt, seine Dienstleistung bekommt. Der Rest zählt nicht, das andere. Und das heißt dann auch, wenn ich mich von Homeoffice löse, auch die alleinerziehende Frau hat vielleicht eine Freundin mit einer großen Wohnung, dann kann sie dorthin gehen. Das heißt, wir geben Vertrauen, aber erwarten erwachsenes Verhalten. Kriegen wir manchmal nicht, wir sind selber vielleicht nicht erwachsen, aber das ist das Thema. Agiles Arbeiten, das ist so ein Buzzword. Ich sage mal, Tele, Agil, Bosch Agil, Mercedes Agil, das ist ein Unterschied. Es gibt auch eine eigene Agilität im Unternehmen, so wie es gut tut, so wie es erfolgreich ist. Die Konsequenz müssen Sie sowieso immer selber leben. Agil ist vielleicht die Möglichkeit, darüber zu reden und es auch adaptieren zu können. Digital Learning heißt auch weg von, also das ist auch nochmal so ein Thema, nicht so die Weiterbildung, die dröge Weiterbildung und jetzt machen wir nochmal einen Excel-Kurs oder jetzt machen wir nochmal dies und Handy-Kurs. Nein, den Mitarbeitern einfach das Angebot machen, es ihnen zu geben und ihnen die Möglichkeit geben, auch eigene Erfahrungen damit zu bauen. Das bringt ihnen einfach mehr. Und dann natürlich auch Digital Ethics ist natürlich auch klar, passt schon. Nächste Seite bitte. Und wir brauchen aber auch in der Zukunft noch immer klassische Skills bei den Mitarbeitern. Wichtiger denn je, eine Problemlösungsfähigkeit, konkrete Aufgabenstellungen für einen vorgesehenen, das gibt es durch einstrukturierte Urteilskraftgrößen. Das heißt, wir brauchen, und das ist ja diese Ambidextrie, wir brauchen auch wirklich klassische Dinge. Wir brauchen diese Kreativität. Und wir brauchen sie nicht nur auf meinen Arbeitsplatz, also ich scheue mich immer wieder, Markus wird wahrscheinlich kalte Füße kriegen, wenn ich das jetzt sage, wir brauchen auch kreative Controller und Buchhalter. Nicht in der doppelten Buchführung, aber in dem, was sie tun, die einen Anspruch haben. Zum Beispiel, wir haben auch keine zentrale IT-Strategie, sondern die Mitarbeiter schauen sich, welche Programme sie haben wollen. Wir streiten gerade drüber, A ist das Thema Geld und B ist das Thema, was wollen wir als erstes, neues CRM-Modul oder ein neues HR-Modul. Das heißt, die Diskussion führen die Mitarbeiter in großen Teilen mit und die haben ein Interesse daran, dass das kommt. Und natürlich der diese Software jetzt, also wir haben im Einkauf, ich darf den Namen nennen, weil ich habe keinen Nachnamen, der Patrick kämpft für ein Programm. Da hat er jetzt den Preis halbiert. Er hat es gegen alles verteidigt und er kämpft für ein Programm und er hat mittlerweile eine riesen Fanbase geschaffen von Mitarbeitern, die ihn unterstützen, die sagen, ja, wir wollen das haben. Warum denn nicht? Und ich weiß es sowieso nicht besser. Und wie gesagt, wir jetzt kommen wir noch mal, wollen wir nochmal eine Entscheidung, die nochmal verifizieren. Aber dann
haben wir es. Was haben wir aber dann, wenn wir die Mitarbeiter dort einbinden? Wir haben Mitarbeiter, die nicht dann davor sitzen, wenn es aufgespielt wird, das ist so ein Scheiß, das haben wir uns anders vorgestellt, jetzt will ich mal eine Schulung und solange sitze ich so da, sondern wir haben Mitarbeiter, die im Entstehen, die in der Entscheidung mit involviert waren. Und was wir natürlich heute auch brauchen, ist Durchhaltevermögen. In steigender Komplexität und Unplanbarkeit musst du Vertrauen haben und Durchhaltevermögen. Du musst auch mal eine Entscheidung durchhalten, weil du heute nicht genau sagen kannst, jawohl, das wird ein Erfolg da hinten oder da oder dort. Das ist dann nochmal eine ganz wichtige Sache. Nächste Seite, ich bemühe mich ganz schnell. Mitarbeiter, das Thema Führung. Ich mache jetzt nur noch die Überschriften, ist auch so die Förderung von Unterschiedlichkeit. Das heißt also, wir gehen immer mit diesem, das war heute auch so ein Gedanke, den ich hatte, wir sind gerade dabei, unsere Kreisverantwortlichen, wir haben keine Abteilungen, wir haben Kreise, haben wir vorgesehen, wir sind gerade dabei, die Wahl zu gestalten. Und das ist so ein bisschen ein Thema, und jetzt kam das Thema, welche Voraussetzungen müssen die haben? So wieder so der ganz zentralistische Ansatz. Und da bin ich so ein bisschen, der Markus hat es gemerkt, da werde ich schon pampig, weil da bin ich vielleicht auch nicht mehr ganz manchmal andockfähig zu meiner eigenen Firma, wo ich einfach sage, könnt ihr denn nicht einfach mal ein halbes Jahr leben und es beobachten und wir entwickeln es dann gemeinsam. Jetzt haben wir einen rudimentären Ansatz geschrieben oder bin ich gerade dabei und wir müssen das gemeinsam nehmen. Aber wir müssen die Unterschiedlichkeit, und das wurde vorher auch gesagt, in der Produktion muss akzeptiert werden, dass Homeoffice meistens im administrativen Bereich geschieht. In der Produktion gibt es andere Dinge, die sinnhaft sein können, die im Sinne des New Work sein können. Das heißt aber auch, Sie können sich sicherlich mit interessieren an der Entscheidung über Homeoffice, aber betreffen tut sie es nicht. Und das ist halt genau dieses Thema. Da müssen wir diese Unterschiedlichkeit ausprägen, weil die Bedürfnisse auch in verschiedenen Bereichen oder Kreisen bei uns sind halt einfach unterschiedlich. Die Fähigkeit zur professionellen Gestaltung ergebnisoffener Prozesse. Jo, das ist genau das Problem, was wir heute nach 8 Jahren noch immer haben. Es erträgt keiner einen ergebnisoffenen Prozess. Es erträgt keiner. Wir sind ein Technologieunternehmen und die wüssten am liebsten, wenn der Kunde heute anfragt, müssen wir schon wissen, was die Diode in der Ecke auf der Leiterplatte tut. Geht nicht mehr. Es weiß nicht, es kann keiner mehr beschreiben. Sie müssen sich darauf vertrauen, dass Sie die richtigen Mitarbeiter haben. Sie müssen darauf vertrauen, dass Sie kollaborationsfähig sind, dass Sie in der Lage sind, während eines Projektes oder eines Prozesses die richtigen Menschen zu finden, die Sie unterstützen können. Das ist die, sage ich mal, die Vernetzung oder die Vernetzung von aktuellen Technologien und Menschen. Das ist eine ganz wichtige Sache. Förderung von sich selbst organisierten Netzwerken, auch ganz wichtig. Ich will nicht alles aufsetzen. Vielleicht gibt es ja 10 Gruppen, die heißen, Markus ist blöd. Ist ja okay. Dazu haben wir es, darum lesen wir auch unser internes WhatsApp nicht mit oder sonst was. Die Mitarbeiter sollen sich sinnhaft vernetzen und lösen können. Sie sehen auf der linken Seite dieses Gehirn, so funktioniert heute ein Gehirn. Die Synapsen verbinden sich sinnhaft, Hütter sagt sogar im Alter noch. Das heißt also, wenn Sie ein Gehirn sehen und die Leute lernen was, und das ist vielleicht in der Sozialisation, wenn Sie heute ein Kind trinken lernen lassen und es ihm ein Wasserglas hinstellen, wird es es irgendwann lernen, aber es hat mit gelernt zu lernen. Wenn Sie dem Kind heute ein Wasserglas in die Hand geben und so wird getrunken, verklebt sich eine Reihe Synapsen und die heißt auch noch Gefahr. Das ist das Gleiche, wie wenn man auf den Herd langt. Das heißt, damit wird das Kind immer nur noch adaptieren und immer wieder und eigentlich auch immer nur im Gefahrmodus sein. Das heißt, schaffen Sie eine offene Kultur, offene Struktur, eine schöne Fehlerkultur in einem Unternehmen. Hierarchische Strukturen, und das bin ich überzeugt, haben ausgedient. Das ist klar. Können wir noch eins weiter? Ich bin ein bisschen schnell. Dann hoffe ich, dass ich dann... Hallo? Geht noch eine Folie? So. Kooperation statt Konkurrenz. Kriegen Sie, das ist auch nochmal so ein Thema, was natürlich auch, Sie müssen damit umgehen, bei uns gibt es nicht die klassischen Entwicklungsmöglichkeiten, Head of Dingeling oder irgendetwas, die Möglichkeiten gibt es nicht. Sie müssen darauf achten, und das ist jetzt auch so ein bisschen das Thema, was wir trotzdem immer noch haben, wir haben noch immer die Entwicklung, die Produktion, die, aber Sie müssen Kooperation statt Konkurrenz, müssen einfach anfangen, die Menschen kooperieren zu lassen. Also Sie müssen sie zusammenbringen, die Möglichkeiten, egal wo.
digital, persönlich. Das heißt zum Beispiel auch, wir haben unsere Unternehmen, die Mitarbeiter haben, das Unternehmen in den letzten Wochen und Monaten, also Ende letzten Jahres, neu gestaltet. Ich bin gekommen, wir waren nicht in den Prozess involviert. Da haben sie das Gefühl, jetzt sind wir im 25-Hours-Hotel. Das heißt, die Mitarbeiter haben intuitiv sich Ecken oder sage ich mal Räume geschaffen, in denen sie miteinander kooperieren können. Das Wichtigste ist persönliches Coaching. Lange Zeit, weil wir relativ früh angefangen haben, war ich sehr, sehr skeptisch gegenüber Coaching, weil wenn ich auch heute noch Coaches sehe, das ist ein sehr theoretischer Ansatz. Da kommt immer her und es hat immer, und das ist nochmal mein Problem, ist immer dieser Blaupausencharakter. In der Zukunft werden sie nicht, so wie beim Daimler, hat beim BMW funktioniert, funktioniert auch beim Daimler, sondern es gibt eine DNA, also es gibt so, sage ich mal, ein paar klare Dinge, wie Wirkmechanismen möchte ich es nennen, die in jedem Unternehmen ungefähr gleich sind, aber darauf, auf diesem Fundament bauen sie ihr Unternehmen. Und da werden wir viel freier, differenter sein in der Zukunft. Die Unternehmen werden sich nicht mehr gleichen, was auch schön ist, weil es der Vielfalt der, was auch an Arbeitskräften auf dem Markt kommt, entspricht. Man kann sich entscheiden. Es wird auch noch tolle hierarchische Unternehmen geben. Warum nicht? Ich bin kein Gegner davon. Hier in Schwaben gibt es ganz tolle hierarchische Unternehmen. Da würde ich mich selbst auch wohlfühlen. Da gibt es aber die Eigentümerfamilie hat halt einfach auch diesen Drive und kann mit den Mitarbeitern. Motivation durch Autonomie und Wertschätzung. Jawohl. Und das ist wer? Autonom müssen die Mitarbeiter werden. Wertschätzen, wenn sie was bekommen. Soziale Verantwortung, das ist auch wichtig in dem Unternehmen, dass sie nicht nur intern soziale Verantwortung haben, auch extern, dass sich Mitarbeiter informieren, politisch informiert sind, dass Mitarbeiter ein Wissen haben. Das heißt also auch bei uns im Unternehmen, ich glaube, das ist auch einzigartig. Sie sehen die Mitarbeiter halt gucken, da dreht keiner das Handy weg, wenn der Markus oder der Markus durchs Unternehmen geht. Die gucken einfach und das ist auch vollkommen in Ordnung. Darf ich das nächste Folie haben? Letzte Folie und jetzt komme ich gerade nochmal vielleicht hin. Homeoffice versus Work Anywhere. Homeoffice wird genehmigt. Ich wollte gerade Hasse sagen. Also ich bin sehr kritisch dem deutschen Wirtschaftsminister, der dann immer sagt, die Unternehmen genehmigen Homeoffice. So nach dem Motto, wir genehmigen es jetzt und wir nehmen es dann aber auch wieder zurück. Oder auch diese Repatriierungsveranstaltung. Und dann gehen wir alle wieder ins Unternehmen. Wir haben gerade eben 6,8 Millionen für ein neues Gebäude ausgegeben. Jetzt kommen sie aber auch bitte alle wieder. Das wird es nicht spielen. Über kurz oder lang werden sie sich mit einem authentischen, wirklich ernst gemeinten Work-Anywhere-Angebot an ihre Mitarbeiter. Sie werden sich dadurch erst heute differenzieren sie sich, in der Zukunft wird es einfach gefordert sein und die Technik lässt es einfach zu. Während Work-Anywhere wird vereinbart, Homeoffice, da werden Dinge zur Verfügung gestellt oder da wird geregelt und gestellt und beim Work-Anywhere wird selbst gestaltet, da werden meine Räume gestaltet. Ein Mitarbeiter kann gerne kommen und kann sagen, Mensch, ich habe kein Geld für einen Stuhl oder irgendetwas. Aber jetzt als erstes ist es erst einmal sein Ding, sich in seiner Wohnung oder zu gucken und darum auch Work Anywhere, in welchen Räumen er sich wohlfühlt. Darum machen Sie ein Konkurrenzangebot, machen Sie Ihre Firma schön, dann kommen Sie auch schon wieder. Homeoffice wird kontrolliert zum Beispiel und Work Anywhere legt Wert auf Wirksamkeit. Natürlich auf Wirksamkeit. Ich habe manchmal das Gefühl, wir sind an Stellen effizienter geworden, weil die Mitarbeiter die Chance haben, sich zu Hause wirklich auch, geht mir auch so, manchmal auch in der Überforderung, ich bin effizienter, bin vielleicht das beste Homeoffice-Beispiel. Ich bin aus privaten Gründen, meine Frau ist schwer erkrankt, das letzte Jahr 5 Wochen in Wien gewesen, in meiner Firma. Ich sitze hier an 34 Zoll Mac und vermisse eigentlich bis auf die Mitarbeiter. Es ist immer schön, wenn ich ins Unternehmen gehe, aber das ist dieser persönliche Kontakt, vermisse ich nichts. Das kann ich hier. Das heißt, auch das geht, wird gesteuert aus dem Headquarter, akzeptiert Gleichwertigkeit von Arbeitsplätzen, von Dingen, wird für alle gleich gedacht, vereinbart Bedürfnisse der Firma und der Mitarbeiter, wird gerecht, verändert systemisch. Also das ist immer so ein bisschen dieses Thema, Homeoffice wird immer allen gerecht, da muss man immer für den oder den, sondern es verändert systemisch den Blick aufs Homeoffice. Was wollen wir damit bewirken?
dass die Mitarbeiter die Möglichkeit haben, zu Hause zu bleiben oder irgendwo zu sein. Was wollen wir damit bewirken? Homeoffice plant, Work Anywhere adaptiert und passt an. Natürlich hatten wir auch die Phase, wir haben das schon seit 8 Jahren, Work Anywhere. Wir haben am Anfang die Phase gehabt, da haben wir natürlich, konnte jeder entscheiden, einmal die Woche so lang wegzubleiben, wie er will. Dann war es Wildwuchs und Nichtarbeit und dann haben sie Mitarbeiter selbst sich reguliert und haben gesagt, dann machen wir nur noch 2 Tage die Woche und wir machen das oder das. Und das ist eigentlich, sie kriegen dieses Korrektiv, wenn die Mitarbeiter auch mit in der Verantwortung sind, kriegen sie schon hin. Und das Letzte ist, Homeoffice bewahrt und erhält und während, wie heißt Work Anywhere, fördert und fordert. Ja, klar, nochmal, wir sind keine betreute Werkstatt, wir sind auch ein Wirtschaftsunternehmen. Wenn wir Möglichkeiten gemeinsam uns erschaffen, wo wir arbeiten können, kann ich aber auch bitte die Forderung stellen an das ganze Gewerk, auch möglichst, ich lasse das Wort Effizienz, ich kenne es auch, aber möglichst effektiv zu arbeiten. Und da bedanke ich mich, dass ich hier sprechen durfte und wünsche einen schönen Abend.